Hey Freunde und willkommen zur vierten Folge Let's Play Plus im Oktober 2015. Wir nehmen uns den nächsten Titel vor. In diesem Fall Kick Beat in der Special Edition gibt es für alle PlayStation-Plattformen, PlayStation 3, PlayStation 4 und PlayStation Vita. Kann sich also jeder, der eine dieser Konsolen, sein eigenes ein bisschen austoben. So wie ich das bisher gesehen habe, ich habe mal überlegt, ob ich mir das Spiel kaufen soll, vor vielen, vielen Monaten. So wie ich das da gesehen habe, ist das so eine Art Rhythmus-Kampfspiel, Rhythmus-Musik-Kampfspiel, sowas in dem Dreh. Ich gucke es mir jetzt auch zum ersten Mal an und wir starten einfach mal ein Solo-Spiel und wir machen einfach mal das Training und schauen dann mal. Zum Zeitpunkt des Angriffs drückst du zweimal schnell die korrekte Taste, um Power-Ups aufzunehmen. Diese Anzeige zeigt die Menge deiner GP. Diese Anzeige zeigt die Menge deines Chi. Dieses Symbol leuchtet, wenn du... das konnte ich nicht so schnell zu Ende lesen. Aber wir gucken jetzt einfach mal. Dafür ist das Training ja da. Drücke X, um fortzufahren. Wenn du im Kampf, was du im Kampf als erstes lernen musst, ist das korrekte Timing. Der Gegner greift dich im Timing der Musik an. Greife sie im exakten Moment ihre Annäherung an, um sie zu besiegen. Sehr wichtig, das Timing deines Angriffs basiert nur auf der Position des Gegners, nicht auf deiner eigenen, okay? Ich werde deine Angriffe führen, um dir das korrekte Timing zu zeigen. Pass auf. Ach du Scheiße, das sind ja so viele. Ich habe es gerade verstanden. Jetzt versuch du es. Besiege mindestens drei Gegner, um diesen Test zu bestehen. Benutze bei jedem die Kreistaste. Scheiße. Ja, das ist so ein typisches Ding, wo man einfach nur das richtige Timing braucht. Scheiße, zu früh. Okay, exzellent. Lass uns weitermachen. Also das Timing zu kriegen im Hintergrund, falls ihr das hören könnt, läuft so ein kleines Metronom, das mir das Timing entsprechend vorgibt. Ich überspringe jetzt hier erstmal. Okay. Zu früh. Schon wieder zu früh. Das ist echt. Das ist echt. Man muss hier echt wirklich das Timing ganz, ganz, ganz genau beachten. Das ist am Anfang nicht einfach, aber da findet man rein. Schon wieder zu früh. Okay. So, das war jetzt die KI, die mir das gezeigt hat, wie das geht. Jetzt muss ich die Kacke selber machen. Na, super. Wow. Hat das jetzt gereicht? Ja, hat gerade so gereicht. Okay, das war jetzt gerade mal so die erste Trainingssession. Und fortgeschrittenes Training. Okay, wir machen jetzt hier einfach mal für die Spielvorstellung das Training. Da nehme ich euch wenigstens nichts vom Story-Mode vorweg. Und ihr habt zumindest mal das Spielprinzip gesehen. Das ist ganz interessant. Irgendwie hat er gerade gesagt, ich habe mir das jetzt nicht durchgelesen, dass jetzt auch Gesang und so dazu kommt. Bis jetzt hast du nur einen der Gegner gesehen. Heute werden wir trainieren, um alle anderen möglichen Gegner bekämpfen zu können.
Der Standardgegner, den du schon gesehen hast, greift alleine an und besitzt die gelbe Farbe. Jetzt zeige ich dir Gegner, die zu dritt oder zu viert gleichzeitig angreifen. Du erkennst sie an den roten Farben. Pass auf. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ja, okay. Verstanden, was ich machen muss, aber... Das heißt noch lange nicht, dass mir das gefallen muss. Haha, perfekt. Ein schwieriger Test und du hast ihn bestanden. Es sieht vielversprechend aus. Ein echter Kampf ist etwas komplizierter. Ich zeige dir, wie du dein erlangtes Wissen kombinierst. Sieh her. Oh Mann. Oh Mann. Das wird ja sowas von in die Hose gehen jetzt. Also so hundertprozentig genau nimmt das Spiel das jetzt nicht mit dem Timing. Aber es ist schon, also man muss schon halbwegs passend den Zeitpunkt abwarten. Das habe ich nicht gelesen, was er mir gesagt hat, weil ich gedacht habe, ach scheiße, brauchst du eh nicht. Okay. Das heißt, ich muss jetzt einen auf der 1 und einen auf der 2 besiegen. Okay, naja, so schlecht war das ja gar nicht. Jetzt zeige ich dir, wie du verbundene Gegner besiegst. Die gelben Gegner sind durch eine Energiekette miteinander verbunden. Wenn der erste Gegner angreift, drückst du die korrekte Taste und hältst sie gedrückt, bis der zweite Gegner angreift. Dann lässt du die Taste los, um den zweiten Gegner anzugreifen. Sieh zu. Okay. Ich glaube, das habe ich schon verstanden. Jetzt darf ich das versuchen, super. So, also es ist nicht wirklich schwer, aber ich kann mir vorstellen, dass es schwierig wird, das alles nachher immer miteinander zu kombinieren. Das stelle ich mir schon ein bisschen tricky vor. Finales Training. Okay, das machen wir noch und dann lassen wir uns mal... Dann lasse ich euch den Rest selber machen. Also wie gesagt, ich mache jetzt hier für euch das Training, damit ihr zumindest mal das Spielprinzip gesehen habt. Denn das ist echt nice und die Story oder meinetwegen auch gegeneinander... Das überlasse ich dann euch. Ein Gegner mit einem schwebenden Objekt über seinem Kopf gibt dir ein Power-Up, wenn du ihn korrekt besiegst. Es ist, um es einzusammeln, drückst du im Augenblick des Angriffs zweimal schnell die korrekte Taste. Sieh her. Oh, okay, ich glaube, ich weiß. Ich versuche jetzt einfach mal so, wie ich mir das denke, dass er das gerade gemeint hat. Habe ich sie jetzt alle gekriegt?
Das Symbol unter deinen Füßen repräsentiert zwei Aspekte deiner Vitalität, Leben und Qi. Das Symbol erscheint immer, wo immer du kämpfst. Wawa. Die Farben können sich ändern, aber diejenige, welche für Leben steht, findet sich immer unten und diejenige für Qi befindet sich immer oben. Warnung: Wenn dich ein Gegner erfolgreich angreift, verlierst du Leben. Hast du all deine Leben verloren, bist du besiegt. Der einzige Weg, um Leben wiederzuerlangen, ist das Einsammeln eines Gesundheitspower-Up. Und das gleiche gilt für Chi, okay. Na gut, jetzt stellt er mir die ganzen Power-Ups vor. Das ist ein Multiplikator, okay. Dieses vernichtet in der Nähe befindliche Gegner mit einer Schockwelle. Wenn du es eingesammelt hast, drückst du die R1-Taste oder die R2-Taste, um es zu benutzen. Dieses schützt dich kurzfristig vor Angriffen. Wenn du es eingesammelt hast, drückst du die R1 oder die R2-Taste, um es zu benutzen. Jetzt bist du bereit, bla bla bla. So, ist das Training jetzt komplett abgeschlossen oder habe ich jetzt nochmal irgendwie quasi so eine Prüfungsaufgabe? Nee, gibt keine Prüfungsaufgabe. Absolviere Heli-Bosskampf. Wisst ihr was? Wir machen mal auf normal eine Mission. My name is Lee. I'm a prisoner here. And yet I'm here by my own choice. How did I get here? I don't even know where to begin. Have you ever heard of the Sphere of Music? I doubt it. Only a few people in the world have. For centuries, it's been guarded by an ancient secretive sect of monks called the Order of the Melodic Fist, and its leader, Master Fu. It takes a lifetime of dedicated study to fully understand the sphere, but what it boils down to is that every piece of music you or anybody else hears, or that will ever exist, is in that sphere. Its energy takes shape as melody and rhythm. It moves the body and stirs the soul. I almost wish I'd never heard of it. Almost. Okay, das ist dann die Story. Wir sind Gefangener und die Sphäre der Musik, die jedes Musikstück der Welt enthält, welches es gibt und welches es jemals geben wird, muss beschützt werden, gerettet werden, wie auch immer. Ach du Scheiße, das kann jetzt was werden. Oh, ich krieg das Timing gerade nicht richtig hin. Oh, was war das? Ein Finisher? Oh, Alter. Das artet ja hier in total ins Button-Mashing aus.
Alter, das artet so richtig im Button-Mashing aus. Ah, jetzt habe ich oben nicht aufgepasst. Boah. Ach du Scheiße. Ach du, das ist nicht leicht, Freunde. Das ist ich glaube, es macht es ganz einfach, wenn man im Takt ein bisschen mitwippt. Freunde, die Drittanbietererkennung bei YouTube, die wird so Alarm schlagen bei diesem Spiel. Wow. Okay, fortfahren. Ja, ich glaube, wir lassen das jetzt einfach mal dabei bleiben. Und also es hat schon seinen Reiz. Ich mach's jetzt mal hier auf Pause, damit es jetzt nicht mitten im Spiel wieder anfängt mit hier Drittanbieter und so weiter. Ihr wisst ja, wie das bei YouTube ist. Und ja, ich hoffe mal, ich kann es verwenden. Ansonsten muss ich es rausschneiden. Wäre schade drum. Aber es hat auf jeden Fall von der Spielidee ist es mal so ein bisschen was Ausgefalleneres. Das mag ich ja, wenn es mal so ein bisschen ausgefallenere Sachen gibt. Und wie gesagt, ist so ein kleiner Tipp, das habe ich jetzt gerade so ein bisschen in dieser kurzen Runde so ein bisschen das Gefühl gehabt, wenn man beim Spielen mit dem Kopf mitwippt, dann bleibt man besser im Takt, als wenn man einfach nur still und starr da sitzt. Das macht es ein bisschen einfacher, habe ich so das Gefühl. Aber es ist trotzdem tricky, also da wirklich die richtigen Kombinationen und so weiter, aber das habe ich mir beim Training schon gedacht, dass das ein bisschen tricky wird, das rauszufuchsen, da muss man sich garantiert richtig, richtig lange reinspielen. Aber wie gesagt, ich kann es euch empfehlen, weil es mal so ein bisschen was anderes, was Besonderes, will ich jetzt nicht sagen, aber mal so etwas Unorthodoxes ist. Auf jeden Fall mal einen Blick wert. Ich kann es euch auf jeden Fall empfehlen. An dieser Stelle sage ich vielen Dank fürs Reinschauen. Ich hoffe, ihr seid bei der nächsten Folge wieder dabei. Ich wünsche euch noch einen traumhaften Tag. Bis dann. Ich verabscheue mich.